Hallo und willkommen zurück, hier ist Red Fury aka FSelk und das ist Folge 11 von Let's Play Ether 1. Letzte Folge hat mich so ein bisschen erschlagen wieder, so viele neue Sachen in den Minen und der Rundgang ist noch gar nicht beendet. Und deswegen werden wir ihn jetzt mal fortsetzen und dann gucken, wo ich da zuerst ansetze. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, wir sollen hier uns nicht die Hände waschen, weil hier noch nicht alles wieder funktioniert oder so ähnlich. Reminder, locked door when leaving house. Hier ist wieder so eine Notiz für einen Demenzkranken. Und hier ist nächste Schleife, die wir mal einsammeln. Und Phyllis wird uns was erzählen. Jetzt wird schon wieder ein bisschen komisch hier. Jetzt muss ich mich schon... Nicht, dass ich von Anfang an schon ein bisschen mich gefragt habe, ob das alles so mit rechten Dingen bei meinem Arbeitgeber zugeht, aber Phyllis macht es mir nicht gerade leichter, hier als Restorer zu arbeiten. Nun gut. Schauen wir mal in diesem Büro des Vorarbeiters, wie es scheint. Hat er sich ja schon eingerichtet. Wer war das? Mining Warden. Hier haben wir eine Fläche zum Ablegen. Was machen wir? Oh. Gut, was liegt da drin? Ah, wieder ein doppelter Boden. Ah, die Locker Codes. Ja, die können wir mal schön mitnehmen und dann können wir schön eine Runde machen. Was ist mit dem Geschenk hier? Muss ich erstmal die Locker Codes vielleicht ablegen? Nee, kann ich nicht aufheben. Village Cider to Stop Production. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Hier ist noch eine Note. Holiday, Warden. I'd like to ask for a day's paid holiday this coming May 1st, so I can spend the holiday off with my family. I promise if need be to work extra shifts later on in the week to make up any time lost. This is the first holiday that I have requested in 2 years and would greatly appreciate if I could have it authorized. Tja, den hat er noch nicht autorisiert bekommen, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Was war das? So. Ja, muss ich vielleicht so lesen. Checklist, Daily Make Coffee. Ist von der Sekretärin. Oder vom Sekretär, von dem Vorarbeiter hier. Make coffee and place on desk ready for him. He doesn't like to wait. Sweep pooled water into drains by door. This is an absolute joke. This week, routine locker search, arrange appointment for Sean V with Mining Warden for disciplinary action, arrange performance reviews for miners, put coffee cleaning tablets in different bottle, miners confusing them with arsenic, aha. Check with mill management about shipment completion state, restock miners dry kitchen, empty arsenic disposal. Und hier ist es dann die Sekretärin vermutlich. I'm not sure we're allowed to be in here. Warum denn nicht? Aha. Ja, haben wir leider nicht den Code. Ah, vielleicht ist er hier irgendwo drin. Was ist das? Moment, was ist das? Nein, kann man nicht aufheben. Kann man nicht aufheben, können wir hier nur lesen. Disciplinary task for the day. Disciplinary action with possible suspension for Sean V. We've had word that he's been stealing materials from the industrial center, but not before I've had my morning coffee. Aha, das war die jetzt Notiz an die Sekretärin. Miner's dry pressure education. Aha, hier wissen wir jetzt, wie wir es machen müssen. Oben, unten, Mitte, oben, unten. Ja doch, oben, unten, Mitte, oben, unten. Okay. Mr. Lewis, unfortunately, due to the new expansion schedule, I simply cannot authorize 3 new drill pieces to be used in the depths. As the company's core repairman, I consider it part of your job to find a manual solution to this problem. If you need assistance with this, please don't hesitate to contact through again. Okay, also,
Jetzt würde ich sagen, mache ich mal die Schließfächer alle auf. Das macht ja bestimmt Spaß. Da finden wir bestimmt einige Sachen. In der Miner's Dry, da ist übrigens der nächste Projektor schon mal. Spoiler Alert. Auf Select Disposal. Und jetzt können wir das auch einstellen. Oben und Mitte, oben und zack. Unten. A stadium almost full with screaming fans, his little eyes taking it in for the first time. These cramped rooms were where the miners spent most of their time before going underground. It was like a community here. Records show that the mining wardens usually put a lot of undue pressure on the miners to meet quotas. It must have been a grueling job. Das will ich aber auch sagen. Hier ist nämlich unser Sean V. 29. Oktober. So, dann mal los. Zack, 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 zack. Hä? So, ja. Guck mal, da ist ein anderer Hammer. Vielleicht ist das der richtige. Ja, ich werde es mal mit dem Hammer probieren hier bei den Waschbecken. Ach. Ach, schade, was weiß ich. Hammer ist. Öde. Kommt hier hin. So. Weiter geht's. Schauen wir mal an Sean, wie es hat. Kennen wir eigentlich Sean? Kommt mir auch bekannt vor, den Namen. Also mal gucken. Das Liebespaar war irgendwie Tom. Und Serena Sean. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Erstmal hier wieder. Mal erstmal hier angucken. Miner's Dry Blueprint. Weak Structure, Weak Structure. Kommen wir mal her hier. Wir sind jetzt gerade das Miner's Dry. Aha, da sind wir. Da ist eine Weak Structure am Ende quasi. Einer vom Badezimmer und einmal hier von der Umkleide hinten links und Badezimmer hinten rechts. Okay. Vielleicht müssen wir da mit dem Hammer mal gucken. Empty Coffee Mug. World's Greatest Mine Warden. Ach, guck mal, den hat er dem Warden geklaut, oder was? Wir nehmen erstmal die Codes. Beziehungsweise erstmal gucken, was da die Weak Structure ist hinten links. Achso, hier. Na, er ist halt kaputt. Doesn't seem like the right way. Ich will da jetzt auch noch nicht. Ich will erstmal die ganzen Schließfächer aufmachen. Aber ich gucke mir es trotzdem mal an. Kann man das auch rausnehmen hier eigentlich? Na. Wie hat er das da an den Stein eigentlich gehauen? Na, das ist ja. Na gut, ist ja auch eine Pickaxe, die wird wohl ein Stein. Und das andere war hier. Ah ja, ist auch schon ein Riss drin. Vielleicht müssen wir hier dann mit dem Hammer draufschlagen. Kann ich mal eben versuchen, aber ich denke mal, man braucht da eine richtige Spitzhacke auch. Oh, oder auch nicht. Okay. Braucht man nicht. Ging mit dem Hammer. Dann gehen wir da mal kurz rein. Stood clutching the ball tightly in one hand. Hey, this is for you. Hold on to it. Everyone else wants it, but it's yours now. Während wir hier die Baseball-Analogien hören, sind hier Arsen-Säure-Tabletten hergestellt von A. Foster und J. Hughes und mit Poison betitelt. Die brauchen wir mit Sicherheit.
Deswegen nehme ich die mal mit. Wurde auch direkt gespeichert vom Spiel. Zwei Schleifen haben wir. Was speichert der dauernd, wenn ich das ablege jetzt oder wie? Hm. Gut, dann mal die nächsten Schließfächer öffnen. Und uns überraschen lassen. Chris R. Nee, R. Chris. Naja, Chris R. Sehe ich nicht. Doch, nee, Chris M sehe ich nur. Das ist Chris R. 17:30. Ah, geht auch rückwärts. Sehr gut. Bumm. Erstmal eine fette Glühlampe. Nee, die brauchen wir nicht. Alter. Was für ein Quark. Jetzt muss ich die erstmal ablegen. So. Damit ich das lesen kann. Mill Management Minutes. Mr. Remo, as one of the mining captains, you are tasked with the emergency evacuation of the industrial center. Aha. Also ist Chris doch der Vorname. Scheint. Hm. Remo, also das ist hier, der alles evakuieren muss und das vielleicht nicht so toll geschafft hat, als dann hier das große Unglück, von dem wir jetzt schon mehrfach in der Hafenstadt gehört haben, geschehen ist. Was liegt denn hier? Owner's Manual. Gar nicht die ganzen anderen Schränke hier aufgemacht. Hier ist eine Mütze. Die hatten wir beide gelesen. Ist hier noch was? Hier ist noch was geschlossen. Hier klemmt's wohl. Das ist ja nicht so toll. Radio an. Oh ja, das ist schön. Oh, hier ist noch ein... Kriegen wir ihn raus, wem das gehört jetzt. Hier sind ja so Employees-Nummern. Ja, das hilft jetzt irgendwie nicht. Ich dachte vielleicht, da sind... Nein, das ist, Victor B. ist offen. Haben wir das schon gelesen? Noah. Ich glaube nicht. Victor, no, I haven't had a chance to speak to the warden yet. I also have the same reservations as Adam, but am unsure of how to approach everything. The mining warden is pretty stressed at the moment. I think any questions regarding his conduct are going to result in dismissals, and I can't risk that at the moment. I'll maybe have a chat with Adrian if I get the opportunity, but we'll have to wait and see. I'll see you in the pub later. Should be a laugh. And Richard Frost is on land tonight, so he should be down. Rich. Okay, hier haben wir jetzt, da müssen wir mal gucken, ob dann irgendwie eine Nummer übrig bleibt wahrscheinlich. Oder so. John Carr ist offen. Irgendwas war ja wohl noch zu. Hier. Oh, hier fehlen die Ringe. Die können wir natürlich einsetzen. Benjamin ist offen, aber hier, Chris M. ist noch zu. 2040. Achso, 40. Ach, 2040, schön. Leer. Großartig. So, dann schauen wir mal drauf. John K., das war... Ach, jetzt muss ich nochmal gucken gehen. Namen merken. Chris M., Benjamin B. Chris M., Benjamin B. schon mal gedanklich wegstreichen. Chris M., Benjamin B. steht gar nicht drauf. Mhm. Okay, warum nicht? Doch, doch, da, Ben B. steht drauf. Okay. Chris M., Ben B., John K., Chris M., Ben B., John K., Dann haben wir hier Peter S. und Rich L. Peter S., Rich L., Okay. Dann haben wir hier Victor S.
nicht Victor F., dann wäre ich's, ja. Der ist... Ist er gar nicht drauf, oder was? Hier Victor B., trotzdem. Sehe ich nicht. Okay, den sehe ich nicht. Chris und Nick und Sean und Jake. Chris, Nick, Chris, Jake, Sean und Jake. Chris, Jake, Nick, Anwar. Ach je, das ist aber jetzt kompliziert. Wen hatten wir denn jetzt nicht? Beim Zugucken ist wahrscheinlich einfacher. Jake, Sean, Nick, Chris. Jake, Chris, sich, Sean, sich, Nick, sich. Fehlt jetzt Chris M, hatten wir Rich L, weiß nicht, Peter hatten wir, glaube ich. Marie hatten wir auf keinen Fall. So, ich probiere jetzt Marie, hatten wir nirgendwo. 2218, probiere ich jetzt an den noch geschlossenen Dingern. Da war nämlich hier von 1. 2218. Danke. Hier. Ne, wo war denn noch? War da nicht noch ein geschlossenes mit? Das sind alle ohne. Dachte aber noch eins. Naja, scheinbar nicht. Okay, welche Codes kann ich noch probieren? Ben hatten wir Oliver, 7711. Weiß ich nicht, probier's mal. Scheinbar nicht. Mal John K., 5462. Na. Ach, herrje. Schon wieder Probleme hier mit dem Pad, ist das immer. Nee. 62. Auch nicht. Mensch. Das hatten wir alles. Rich Ernie. Nee, na, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal eben probieren. Also jetzt hier diese ganzen Dinger da rein, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich probiere es mal halt mit einem. Nein, das geht auch nicht. Na gut, dann wohl nicht. Da haben wir jetzt genug Schränke geöffnet. Und schauen jetzt mal weiter. Days since last accident. Null. Also gab es gerade einen Unfall hier. Da ist die siebte Glocke. Dann schauen wir uns hier mal noch in der Küche um. Miner's Dry Coffee Machine Cleaning. Coffee Filter. Cleaning Grains. Only 2 Grains needed. Guck mal. Ach, deswegen, weil da quasi... Das ist ja das gleiche wie unsere Giftschatulle hier. Sieht es tatsächlich so aus wie die Coffee-Dinger. Was da die Sekretärin geschrieben hat, das ist ja wirklich nicht so clever. Ah ja, okay. Wir müssen da wohl erstmal was. Dann mache ich jetzt halt das Gift rein, oder was? Wahrscheinlich. Muss ich mir erstmal holen. Da will ich jetzt nämlich jemanden vergiften. Ah ja, so, weg ist das Gift. Jetzt müssen wir dann nur noch was drunter stellen. Achso, was ist... Achso, den Chef vergiften? Den Warden? Oder was? Da müssen wir uns die Tasse hier von Seans Schrank mal schnappen. Ja,
weiter unten. Und dann mal gucken, was der Chef, der das überlebt, ist ja auch ganz schön makaber eigentlich. Sat in the front stands, the view is perfect. Ding dong! Full Coffee Mug. Ja, da sind wir jetzt. Guck mal, der ist, jetzt steht da schon fast. Jetzt müssen wir es nur noch dem Warden servieren. Wie immer Ihr täglicher Kaffee, Sir. Harabing, da ist es passiert. Und dann mal Play. Okay, das war der Baseballhandschuh. Offensichtlich hatte Gene auf jeden Fall eine starke Verbindung zum Baseball, die ich persönlich leider nicht habe. Schade, sonst hätte ich hier mit ein bisschen Inside-Wissen brillieren können. Aber wir haben unseren ersten Projektor gelöst. Das ist ein guter kleiner Milestone, um die Folge zu beenden. Das war Folge 11 von Let's Play Ether One. So langsam entwickelt sich hier in der Mine auch eine spannende Geschichte, was hier passiert ist. Und ich hoffe, euch geht's ähnlich und ihr schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Ether One. Das war FSelk aka Dread Fury und ich bedanke mich fürs Zuschauen.